Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Viele von euch wissen ja, dass ich ein paar Maschinen von meinem Großvater habe und ja, die kommen natürlich auch irgendwo her und den Ort gibt's noch, das ist nämlich bei meiner Oma und ich habe mal gedacht, dass ich euch heute mal die Werkstatt von meinem Opa zeigen werde, was da noch alles drin steht. Ich denke, es könnte ganz interessant sein, weil ja, ist halt alles schon mega alt, ne? Viel Spaß beim Video. Yes, let's go. Hallo Oma! So, ich war jetzt ein bisschen bei der Oma, ein bisschen unterhalten. Und ich zeige den Zuschauern jetzt mal die Werkstatt. Schon irgendwas zu sagen? Ich will später aber kurz runterkommen. Ja, stehen wir noch auf die Toilette. Okay, dann gehen wir jetzt mal runter. Heil mal nicht hin. Nee, um Gottes Willen. Mach doch extra Licht an. Am hellen Tag nicht. Ich bin mit der Vater vor, Mann. Hier riecht es sehr steil. So, hier sind ein paar Räume. Hier war jetzt die Treppe. Hier ist ein Raum, den zeige ich euch gleich. Und hier geht es dann weiter zur Werkstatt. Da ist hier unten die Waschküche und ich bin echt nicht groß. Aber bei mir wird es langsam auch ein bisschen eng zur Decke. Hier einmal der Werkstattschlüssel. Dann müssen wir hier aufmachen. Dann zeige ich euch die zwei Räume gleich noch. Und dann haben wir hier die Werkstatt. Also das hier ist die Werkstatt von meinem Großvater. Ist nicht mehr so viel drin, weil... Willst du mal den Leuten sagen, was hier in der Werkstatt drin war? Oder wie es hier vorher war? Ja, wie soll es gewesen sein? Da hat die Kreissäge gestanden. Ja, die steht jetzt nicht mehr hier, weil wir sie umgebaut haben. Da steht die Maschine, die muss noch zusammengebaut. Ne, der Tisch. Ne, der Tisch ist da. Fürs Holz zu schneiden. So, und dann Werkzeug an Wände, was früher noch dort. Das ist jetzt ein Großteil bei mir. Aber wollte ich gerade sagen, aber Philipp hat alles abgebaut. Und kannst du vielleicht was zu dem Gang sagen? Weil ich glaube, das ist ganz interessant, weil der war doch früher nicht nur für Zeug durchzutragen, der war doch, falls irgendwie was... Ja, das war der Durchgang, wenn du mit dem Fahrrad oder Apple so rausgegangen bist, da hast du dann... Aber pass auf, Philipp! Ja? Da leidet das ganze Holz von dem Beton, das muss geschmiedet gehen. Ja, das ist kein Problem. Aber hat der Gang nicht noch eine Funktion gehabt? Nee, da hat früher von meinem Vater noch Zeug drin gestanden, so wie so kleiner, wie will ich sagen, für Heu und so Zeug. Aber ach so. Die hast du mit der Hand müssen. Der war dann so breit wie der Gang. Ne? Okay. So, und das war früher ja alles zu. Und das hat der Opa erst alles gebraucht, damit er da in den Drechselraum reingekommen ist. Der war ja da, der Drechselraum. Das zeichnet sich. Da war ja früher der Keller von der Wohnung oben noch. Boah, hier war schon lange keiner mehr drin, oder? Das ist alles voll mit Spinnewebe. Nee, das kann nicht stimmen. Ach so, ah nee, gut. Ich bin ein bisschen kleiner, da habe ich jetzt hier auch die Spinne wieder mit. Ah, dann machst du doch ab. Hast du das nicht mit deinen Schuhen in Nägel drin gehabt? Das sind S3-Sicherheitsschläppchen. So, ich gebe euch jetzt auch noch mal eine kleine Tour. Dann sage ich noch zu ein paar Sachen was. Also hier war immer der Bohrständertisch. Wer lange dabei ist, weiß, ich hatte so einen Bohrständer. Der war hier drauf montiert. Und dann hatten wir hier immer so ein paar Schubladen mit so zusammengewirbelten Schrauben. Ziemlich cooles Regal mit ein paar schön abgefahrenen Schrauben noch. Dann hat hier die Hobelbank gestanden, die jetzt bei mir in der Werkstatt steht. Ihr seht, hier ist eine andere Werkbank, damit man ein bisschen Ablage hat. Und da steht auch eine Bar daneben. Die ist nicht mir, die ist mein Bruder. Die wollten wir aber noch restaurieren, wenn der mehr Platz hat. Und genau, da gehen wir hier noch rum. Hier hat, wie gesagt, die Tischkreissäge gestanden. Die war im Boden einbetoniert. Das war eine selbstgebaute Tischkreissäge. Gibt es auch ein Video auf meinem Kanal, uralt. Hier ist schon, wie gesagt, der Drechselkeller. Ich mache mal noch mal das Licht an. Das hier ist eine selbstgebaute Drechselbank, wenn man es eigentlich so nennen kann. Das war oder ist eigentlich eine Drehbank. Man sieht hier noch das Dreibackenfutter. Und hier bis hierhin ging dann die Auflage von dem, jetzt noch mal von dem Bettschlitten. Und das Ganze hat dann mein Opa selbst erweitert, damit er halt eben längere Sachen drechseln kann. Ist eigentlich ganz cool, das Teil. Man hätte hier oder man hat hier noch die Möglichkeit, quasi das Ganze als Kopfdrehbank zu benutzen. Aber ihr seht, das war alles starr, das konnte man nicht flexibel bewegen, also zum Schalendrechseln ist das hier eigentlich nichts. Das Gute an dem Teil hier ist auf jeden Fall noch der Motor.
Und halt auf jeden Fall hier so dieses gesamte Teil. Also ich würde auch gerne noch irgendwann mal eine Kopfdrehbank draus bauen, eine richtige. Dann muss halt hier dieses ganze Ding ab. Aber jetzt habt ihr das erstmal gesehen. Hier ist noch eine kleine Werkbank. Da die alten Tabakdosen, wo mein Opa früher benutzt hat, um seine Schrauben auch noch mal ein bisschen zu sortieren. Ja, nach vorne ging es wie gesagt zur Hauptstraße, also zur Straße. Und da konnte man hier einfach seine Sachen durchräumen. Ist alles ziemlich abgefahren. Also ich habe das bei einem anderen Gebäude auch noch nicht so gesehen. So, hier war dann auch mal noch so ein bisschen Lagerraum. Es ist halt alles leer mittlerweile. Hier waren dann überall Schrauben und ich sag mal, was man heute mittlerweile nicht mehr so macht, irgendwie. Ich glaube, das sind Thermostate oder was das sind. Das ist einfach ein Thermostat. Alles noch voll mit so Krimskramszeug. Wer kann sich noch an diese Schweißgeräte erinnern? Das hatte ich mal oben, hab's benutzt und habe halt gemerkt, okay, nee, das ist ein bisschen zu grob für das, was ich mache. Ist aber auch schon wieder super, super lange her. Dann hier noch so ein bisschen, was ist denn das alles? Shampooslager. Okay. Hier wurden dann, glaube ich, früher noch die Kartoffeln drin gelagert. Ist halt alles echt super alt. Da war hier noch so ein Klohäuschen. Also alles echt relativ niedrig gewesen und hier halt auch überall so Lacke, Werkzeuge, in Schrauben, also in Gläsern, wie es viele von euch dann auch noch machen. Hier war dann auch überall nur noch Stauraum. So, das war mal ein kleiner Rundgang von der Werkstatt. Also ihr habt gesehen, es war wirklich nicht groß, aber da hat dann so die Hobelmaschine, die Tischkreissäge, die war ja einbetoniert, da war dann noch die selbstgebaute Tischfräse. Genau, es hat sich alles auf ein paar Räume verteilt, aber da hat mein Opa relativ viel gemacht. Ich gehe jetzt mal noch schnell nach ein bisschen Holz schauen, weil ich will dann morgen wahrscheinlich anfangen, die Schreibtischplatte von meinem neuen Schreibtisch zu bauen. Und davor zeige ich euch ein Amazon-Lager, was hier um die Ecke gebaut wird. Und dann fahren wir hoch aufs Grundstück und schauen uns mal das Holz noch an und das tun wir jetzt. Das ist echt ganz abgefahren. Da hinten seht ihr das Amazon-Lager. Die haben das Ding, glaube ich, innerhalb von einem halben Jahr haben die das fertig geprügelt. Zeigt, dass auch manche Dinge schnell gehen können. Wer es noch weiß, hier haben wir übrigens das Video gedreht für diesen 3M-Scooter. Auf dem Grundstück war das damals noch. Hier seht ihr das auch noch mal. Markierungen sind jetzt auch fertig. Ist echt ganz abgefahren. So, doch eine kleine Planänderung. Ich habe mich jetzt doch noch umgezogen. Ich werde direkt die Motorsäge mitholen. Und ich werde dann auch direkt die Holzbohlen oben aus dem Garten mitholen, damit ich auch jetzt zügig anfangen kann, die Schreibtischplatte zu bauen. Also let's go! So, welcome in the garden. Da unten drunter sind die Buchenholzbohlen, die auch lang genug sind. Machen wir die Plane hoch. Ich hätte es noch schlimmer vorgestellt. Also aus Eiche wäre auch geil, ne? Fuck, ich habe nicht genug davon. So! Gut! Also, ich glaube, ich hole Eiche, denn mein Schreibtisch, jetzt, wo ich jetzt nur mein Kinderzimmer habe, der bleibt ja da, der ist aus Buche, gut, ist eh eine Hobelbank, sieht eh ein bisschen spezieller aus, aber ich hätte gerne einen Eichentisch, weil Eiche ist schon ein schönes Holz. Ich habe meine beiden Holzbohlen gefunden. Die hier ist ein Stückchen länger. Wie gesagt, mir kommt es auch nicht einmal so drauf an, dass hier überhaupt keine Risse drin sind. Also die hier passt schon mal von der Länge, die muss ich nicht mehr ablängen. Und hier die muss ich gleich mit der Motorsäge noch ein bisschen ablängen. Die kommt dann aber auch mit sehr, sehr schönes Holz. Übrigens, das hier ist Esche. Die hebe ich mir aber noch auf, weil davon habe ich fast gar nichts mehr. Und mein Holzlieferant des Vertrauens, das ist ein Privatmann übrigens, hat mir auch gesagt, dass die Eschen im Moment ein bisschen weniger werden. Schreibt mir gerne in die Kommentare, warum es daran liegen könnte. Genau, auf jeden Fall hat er im Moment nicht so viel Esche. Ich schaue trotzdem noch einmal kurz, vielleicht hole ich mir noch eine Bohle mit zum Akzente setzen, denn da oben liegt noch richtig, richtig edles Holz. Traktor!
hier ein alter Krankenwagen. So, haben wir hier ein Stück, was 1,60 Meter lang ist? Nö, haben wir nicht. Das ist aber alles exotisches Holz. Aber jetzt habt ihr das auch mal wieder gesehen. Prinz hier von Saloy. Für die Leute, die es kennen. Der ist eigentlich nicht im Holz schlecht. Richtig, richtig cooles Teil. Vor allen Dingen ist das die lange Variante. Naja. Ich habe mich noch gar nicht bei euch für die letzten Kommentare unter den vergangenen Videos bedankt. Vielen lieben Dank an dieser Stelle. Ihr wisst, ohne eure Kommentare, ohne deinen Klick auf dieses Video, ohne deine Bewertung kann dieser Kanal hier nicht funktionieren. Und aus dem Grund freue ich mich umso mehr, wenn du kommentierst und wenn du kommentiert hast. Danke. So, und damit verabschiede ich mich auch recht herzlich bei euch und freue mich, dass ihr so lange am Video dran geblieben seid. In der nächsten Folge wird es mit dem Schreibtisch weitergehen. Puh. Oh Gott. In der nächsten Folge wird es mit dem Schreibtisch weitergehen. Da werden wir eine schöne Holzplatte zusammenbleiben. Aber das seht ihr dann in der Folge. Und aus dem Grund freue ich mich schon, wenn du beim nächsten Video wieder einschaltest. Peace out.